Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, von mir und von Leo. Es ist jetzt recht früh. Also wir sind heute schon um 7:30 raus gewesen und Gassi gegangen. Und jetzt hat mir Max geschrieben, die fliegen um 7:45 los. Das heißt, jetzt sind die gerade ja, in der Luft, sind gerade quasi losgeflogen. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte schon erst zwischendurch mal geschrieben, ich so, und freust du dich aufs Zuhause? Und er so, ja, schon. Also das Hotel, weiß nicht, also müssen wir mal abwarten, was er so erzählt. Er sagte, in einem etwas besseren Hotel wäre er ein bisschen länger geblieben. Also gerne geblieben, ne? Aber sonst sagte er, nee, er freut sich schon auf zu Hause. Leo, alles gut? Ja, wir waren schon raus. Das Wetter draußen ist nicht so berauschend bei uns. Gestern hat es die ganze Zeit eigentlich geregnet. Ich hatte nur zwischendurch mal Phasen gehabt, wo ich dann, ich habe nämlich Efeu von einer Seite von der Hecke abgeschnitten. Nieselte so leicht, aber ich habe das natürlich, wie gesagt, ich saß ja unter der Hecke und wurde gar nicht nass und dann wollte ich alles auffegen und dann goss das wie aus Eimern. Und irgendwann mal habe ich zwischendurch so eine Phase erwischt, ich glaube so gegen Nachmittag, da konnte ich es nochmal fegen ganz schnell. Ja, auf jeden Fall sind die Feldsteine wieder frei zur Straße. Eigentlich müssen wir echt langsam mal irgendwie uns überlegen mit der Hecke, die muss mal echt beschnitten werden, die ist wirklich sehr, sehr breit. Nur da muss man halt aufpassen beim Schneiden, dass man nicht zu viel abschneidet, weil sie nämlich dann nachher braun ist, weil in der Mitte ist relativ alles braun, also ausgehöhlt, ne? Und die ist sehr breit. Ich weiß nicht, ob wir einen Bekannten von uns fragen, ob er das mal für uns machen könnte, weil er ist Gärtner. Und er hat schon mal vorgeschlagen, gesagt, Mensch, das kann ich immer machen. Aber es gibt nur bestimmte Zeiten, wo man das halt schneiden darf. Und ja, also Leo liegt hier und bewacht mich. Er hat gerade noch ein bisschen geschlafen. Ja, ich muss noch mal ein bisschen was erledigen hier heute. Ich wollte bei uns das Bettzeug tauschen. Ich wollte so ein bisschen generell hier einmal durchsaugen, einmal wischen. Ja, ich weiß nicht, wann die Kinder jetzt wiederkommen. Man fliegt wie lange? 2,5 Stunden ungefähr. Ich denke mal, die sind gegen 9:30 wahrscheinlich in Hamburg. Und von da aus noch mal müssen die noch nach Hause fahren. Das dauert auch noch ein bisschen. Also ich denke mal, so gegen Mittag oder so kommen die an. Ich habe nochmal eben ganz schnell den Kühlschrank aufgeräumt, weil ich nachher noch einkaufen muss und ein paar Sachen auch für Ash besorgen muss. Also er braucht noch Leberwurst und sonst ansonsten noch vielleicht einen Quark. Schmand haben wir nicht mehr und so weiter. Also ich habe ein bisschen Platz geschaffen bzw. aufgeräumt, soweit es ging. Genau, und jetzt gehen wir eine Runde spazieren und wir wollen nochmal Brombeeren sammeln. Mein Schunki hat gestern übrigens 4 Gläser, also wir haben 2 Becher gesammelt. Und daraus sind 4 Gläser geworden und wir haben sogar noch frische gegessen. Also mal gucken. Also jetzt ist scheinbar die Zeit für die Brombeeren. Wir wollen los. Schnucki hat hier so ein bisschen dekoriert. Warum hast du das weggenommen? Also sieht ja gut aus, ne? Ja, guck mal. Das wird jetzt ein Mix aus deinem Deko-Wunsch und meinem Holzlager-Wunsch. Mhm. Das sieht schön aus da mit dem Holz, ne? Ja, ja. Obwohl das eigentlich so ein nicht schönes Holz ist. Mhm. Jetzt sieht es schön aus. Passt genau gut da so richtig toll hin. Krass. Guck mal, was Leo hier mitgenommen hat. Leo, guck mal zu mir. Leo? Guck mal, was er mit hat. Sein Knochen. Wir wollen jetzt aber spazieren gehen, ne? Ein paar Brombeeren sammeln. Adrian hat Leo jetzt diesen Knochen weggenommen. Jetzt rennt er, weil gerade eben vorher hat er schon wieder keinen Bock gehabt, ne, zu laufen. Sich irgendwo schön hinsetzen und ja, in Ruhe seinen Knochen essen. Guck mal, jetzt läuft sie die ganze Zeit nicht mehr her. So. Ja, jetzt rennt er. Das ist sein Schatz, du hast ihm seinen Schatz weggenommen, Schnucki. So, ist ja am frühen Morgen joggen hier. Schnucki, ich glaube, er schwächelt. Ja, ja, läuft wie so ein Häschen, ne? Ich schwächel auch. Gib ihm das doch einfach in den Mund. Ich mach ja nicht mehr. Oh. Leo. Ich komm nicht mehr. Wir haben hier schon mal die erste Box voll. Und hier war das eine Stelle, die war richtig mega proppevoll mit Brombeeren. Da sehe ich auch gerade immer noch welche Schnucki. Die größeren. Das ist richtig cool. Also, wenn man größer ist, geht es natürlich schneller, ne? Also, wir sammeln noch ein bisschen weiter, oder? Und schon sind wir zu Hause. Und das ist hier unsere Ausbeute. Guck mal, wir haben 3 Becher gesammelt. Und jetzt wird das einmal nur abgewaschen und danach wird es eingekocht. Ein bisschen, ne? Okay. Genau, wir lassen einmal hier die Ohrwürmer frei. Ja, genau. Und andere. Anderes Gewürm, was hier drin ist. Ja, genau.
Das ist cool. Man soll ja da drin. Ach nee, lass mal raus. Die Stimme jetzt. Wir haben jetzt gefrühstückt. Die Kids sind gelandet, Gott sei Dank. Ich habe so ein bisschen schon Angst gehabt, aber die sind unterwegs und fahren nach Hause. So, und ich bin jetzt hier bei uns im Schlafzimmer, würde ganz gerne nämlich hier unser Bett beziehen. Und zwar, also die, die mich schon ein bisschen länger gucken, wissen, dass ich unheimlich viele Sachen von www.emmamatratze.de habe. Sprich, angefangen hat das Ganze mit Ashs Matratze, die mega gemütlich ist. Die hieß Emma One Matratze. Dann hatten wir Matratzenschoner bekommen. Dann hatte ich mein Kissen bekommen und natürlich die Bettdecken. Die haben aber noch mehr. Allerdings habe ich jetzt auch schon die Bettwäsche, gibt es auch bei Emma. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für diese wunderschöne, sehr gemütliche Sachen. Und ja, ich würde sagen, es geht hier los. Also, hier würde ich mir ganz gerne mein Kissen zeigen. Das ist ein Kissen. Es hat eine Besonderheit und zwar richtet sich das von alleine auf. Das heißt, es wird nicht platt bleiben. Wenn man hier zum Beispiel drauf schläft, könnt ihr gucken, kommt es wieder hoch. Also immer wieder hat es quasi so diese Stärke jetzt hier. Das finde ich richtig cool. Die Bettdecken haben wir auch beide mit meinem Schnucki. Und zwar sind die auch wirklich mega toll, weil sie auch vor allem für Allergiker gut geeignet sind. Die kann man waschen. Man schwitzt darunter nicht. Die habe ich schon mal gewaschen jetzt einmal. Und wie gesagt, sind richtig gemütlich. Und jetzt habe ich sogar eine neue Bettwäsche. Ich habe jetzt andere Seite schon bezogen. Diese Bettwäsche ist ganz weich, quasi fast wie Samt fühlt sich das an. Ist aber Baumwolle und wirklich mega. Ich habe die jetzt gewaschen und gebügelt und jetzt muss ich sie nochmal gleich beziehen. Schaut der Online-Shop von Emma aus und zwar findet ihr den unter www.emmamatratze.de. Es ist alles sehr, sehr überschaubar gehalten, das heißt, ihr findet da ganz schnell etwas Passendes für euch. Hier oben sehen wir zum Beispiel Matratzentopper, Boxspringbetten, Betten, Kissen, Lattenroste, Textilien und so weiter. Und jetzt kommen wir einmal ganz kurz zu den Matratzen, weil Ash dann auch eine hat. Das war die erste Matratze, die wir halt von Emma hatten. Womit wir halt auch nach Jahren noch sehr zufrieden sind. Die ist eigentlich wie neu, ist überhaupt nicht verlegen oder ausgeleiert, hat keine Beulen, keine Dellen, also ist richtig mega oder auch keine Löcher. So, hier zum Beispiel haben sie, habe ich noch nie gehört, eine Emma 25 Flip Matratze. Und zwar ist es bei der eine Besonderheit, das ist eine Matratze, die gibt es quasi in zwei Härtegraden, entweder kann man diese Matratze so wenden, dass sie quasi zu einem passt, wenn man sagt, so, okay, ich möchte jetzt vielleicht fest schlafen oder halt mittelfest oder sowas. Und die ist einfach so wendbar. Da könnt man sehen, wie sie aussieht. Und das Krasse ist ja, die wurde sogar von Stiftung Warentest zum dritten Mal, übrigens wurde eine Matratze von Emma ausgezeichnet, für gut 1,7. Das ist richtig mega. Also Testsieger, ist schon mal echt herzlichen Glückwunsch. Also Emma hat wirklich eine super Qualität, was ich auch echt bestätigen kann. Und aktuell ist diese Matratze sogar reduziert. Ich finde das richtig klasse. Ich werde euch den Emma-Shop einmal unten verlinken. Und bis zum 18.09. Habt ihr nochmal die Möglichkeit, ordentlich zu sparen. Und zwar mit meinem Rabattcode MarieXEmma. Dort gibt es 40% plus nochmal 5% quasi on top mit meinem Code. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern und ich bin mir sicher, ihr findet garantiert etwas Schönes für euch. Hier ist gerade was angekommen. Ich hatte was bestellt. Und zwar habe ich mir diesen Tipp bekommen. Zeig ich euch mal ganz kurz, was es ist. Ich hoffe, dass es das ist, was ich mir bestellt habe. Ja. Und zwar werde ich anfangen zu lesen. Diese beiden Bücher, die sollen ganz toll sein. Diese beiden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf jeden Fall sollen die sehr, sehr schön sein.
habe mir gedacht, so, okay, weil ich mag gerne solche Schnulzen. Bin gespannt. Ich werde euch berichten. Oder schreibt mal gerne mal, ob ihr schon mal sowas gelesen habt. Aber bin sehr, sehr gespannt. Bin gerade hier rausgekommen und wundere mich, dass es jetzt gerade warm wird. Vielleicht kann ich heute sogar noch ein bisschen Rasen mähen. Wenn... Achso, Schnucki, du kannst meinen Rasenmäher zusammenbauen. Schnucki, du kannst meinen Rasenmäher zusammenbauen. Das wäre mal ganz cool, habe ich noch nicht gemacht. Das wird warm, das wird schwül gerade. Also Pulli ist jetzt schon wieder zu warm. Ne, es ist alles so grau und grau, aber ich hoffe, dass die Sonne so ein bisschen rauskommt. Vielleicht haben die Kinder ja aus Mallorca ein bisschen Sonne mitgebracht. Na, Leo? So, ich habe jetzt was vor und zwar habe ich hier meine Sprühfarbe. Ich würde gerne eine Laterne umsprühen. Und zwar eine Holzlaterne, die halt schon ein bisschen dunkler wird, weil sie zu viel Feuchtigkeit wahrscheinlich hier gehabt hat. Ich würde sagen, wir düsen dann mal ganz kurz nach hinten, weil die nämlich da ist. Und dann sprühe ich sie mal um. Ich habe es jetzt überlegt, die wegzuschmeißen, aber habe ich gedacht, eigentlich kann man die vielleicht sogar erstmal umsprühen und gucken, weil das die Farbe ist, die eigentlich ganz gut hält. Deswegen. Probieren wir das mal. Auf dem Weg dahin sehe ich gerade ein paar Erdbeeren, die schon bald gepflückt werden können. Guck mal, eigentlich kann ich die schon bald abmachen. Hier noch ein paar. Ja. Ja, gut. Das ist ja krass. Na gut, dann gucken wir mal. Und schon habe ich jetzt hier einmal ausgelegt, einfach mit einem größeren Müllsack und versuche jetzt mal mein Glück. Ich hoffe, dass mir diese Farbe. Naja, okay, so sollte das eigentlich auch nicht sein. Das hier der Wind gleich alles voll schmiert, oder die Kutte. Also ich versuche mal. Okay, das geht dahin. Ich dachte, wir wollen natürlich auch nicht umsprühen. So, mal gucken. Natürlich sieht die schöner aus, wenn sie halt naturfarben ist, ne? Aber wenn es halt nicht mehr so geil ist, dann natürlich nicht. Und voilà, also die Laterne ist jetzt fertig, jetzt muss sie nur trocknen. Und wisst ihr was, ich glaube, ich habe noch eine, die ich umsprühen kann. Allerdings weiß ich nicht, ob mir jetzt die restliche Sprühfarbe hier reicht oder nicht. Weil, ist nicht mehr so viel drin. Ich gucke gleich mal. Also, aber ich finde es doch schon besser als vorher, ne? Oder? Auf jeden Fall. Und zwar geht es um diese Laterne jetzt hier. Natürlich finde ich die schön, wenn die halt so naturfarben ist, aber die wird auch halt recht dunkel. Und deswegen, also ich dachte, okay, Rosa kann man auch ein bisschen als Papptupfer nehmen, ne? So, Leo hier! Also, ich würde sagen, ich leg mal los und wenn mir die Farbe nicht reicht, dann muss ich zum Bauhaus und nochmal so eine Sprühfarbe mitnehmen. So gut es ging, habe ich es jetzt hingekriegt. Also ich glaube, es reicht jetzt mal für den ersten Ansprühen. Also die ist natürlich jetzt rosaner als die, weil da einfach nicht mehr genug Farbe drin war. So, oh, okay, das sollte jetzt auch nicht sein. Auf jeden Fall finde ich es besser als vorher, dieses Dunklere. Ja, ich muss aber bei Bauhaus immer doch noch mal so eine Dose mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber Garagentor ging gerade auf. Sind die Kinder schon da? Das ist der Hammer. Oh! Leo, hier. Komm mal hier. Da, los. Hallo. Moinsen. Hi. Na? Irgendwie siehst du größer aus, als du weggefahren bist. Ha? Kann sein. Ja. Ja, ist jetzt, ich dachte schon, warum geht es gerade so auf? Ja? Na? Hallo, Leo. Alles gut? Bist du froh wieder zu Hause? Du hast sogar Farbe. Wow, du hast Farbe. Esch, wart ihr am Strand die ganze Zeit? Du Nein. bist braun. Also bräunlicher als vorher. Schön wieder zu Hause zu sein. Ja, ja, Leo freut sich auf ich jeden bin Fall auch. voll. Ja. Ich bin voll Die Kinder sind braun. müde. Die haben gesagt, die sind da vier braun. auf. Ne? Und das vier... Du bist Ich nicht finde, braun. Esch ist schon brauner geworden als vorher, weil er weiß. Ja, okay, jetzt ist er leicht beige. Ja. War da jeden Tag gutes Wetter? Ja, ja? voll geil. Cool. Ja. Hier nicht. Ja.
Und schon ist Mittagszeit. Ich habe gestern wieder so ein cooles Rezept gesehen bei Instagram, was ganz, ganz einfaches. Und zwar, hier ist schon Kräuter drauf. Also, wir brauchen einmal Blätterteig, Tomaten, Hirtenkäse, Creme fraiche. Gut, das ist hierfür. Ich mache zwei verschiedene Sorten. Und hier habe ich einfach eine Schale gemacht mit Basilikum klein geschnitten, Schnittlauch klein geschnitten und Knobi. Dann kam noch ein bisschen Salz, Pfeffer dazu, bisschen Salz vielleicht und etwas Öl. Genau, und ich würde sagen, wir legen mal los und machen schon mal. Für Pelmeni, er wollte unbedingt Pelmeni haben, weil er hat sich schon vermisst. 5 Tage ohne, ne? Na gut, für ihn mache ich jetzt Pelmeni und für uns alle quasi einmal Blätterteig, ja, solche Törtchen. Und voilà, so sieht das Ganze aus. Ich habe das so ein bisschen an den Seiten so angehoben quasi und das geht jetzt einmal in den Backofen. Bei 180 Grad vielleicht so 20 Minuten. Ich gucke gleich mal, wie lange ich brauche und in der Zeit kann ich dann einen Salat machen. Der Salat ist schon mal fertig. Ich habe gerade die Küchenklasse gemacht. Na, das war so chaotisch jetzt hier alles. Also, Salat ist fertig. Da habe ich ganz normal so verschiedene Salatsorten. Gurke aus dem Garten, Tomaten. Dann haben wir nein, normale Zwiebeln, Radieschen. Und ich habe gerade nochmal um 10 Minuten quasi nochmal höher, also länger gestellt, weil ich denke, das kann nochmal so ein bisschen länger backen. Ist aber auch gleich fertig, das riecht so gut, ich glaube das gar nicht, ne? Das muss auch noch da rein und für mein Schnucki gibt es heute, hier ist auch Kraut und Rüben, und für mein Schnucki gibt es Backfischmitte, Salat gleich. So, es ist wieder was von Amazon gekommen. Also ich habe für mich, für mein Handy, ich hoffe, dass das Richtige ist, so also ein Glas bestellt und da ist auch was für die Kamera, also Kameraschutz und Panzerglas für vorne, weil meins ja kaputt ist vorne, ist gerissen. Und dann kam hier so eine schöne, also eine Pfanne habe ich bestellt, so eine Omelettpfanne. Allerdings habe ich gedacht, es ist ein bisschen größer und nicht so klein. Das ist ja wirklich so ein kleines Fännchen, wisst ihr? Das ist eigentlich auch ganz cool und nimmt nicht so viel Platz weg. Also, einmal Omelettpfanne. Guck mal. Die ist cool. Guck mal, wie klein. Muss man halt anschrauben. Gefällt mir ganz gut. Also, man kann der Fantasie freien Lauf lassen. Man kann hier alles Mögliche machen. Ich denke mal, das ist nicht nur fürs Ei, aber so hauptsächlich wollte ich halt eben was Eckiges haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut funktioniert oder nicht. Ich muss irgendwie einen Schraubenzieher, glaube ich, haben. Sieht anders aus. Ja, weil ich wollte es eigentlich schon vor Mallorca machen, Ach weil das so. natürlich Ja, aussah, aber. okay. Chrissy hat Leo frisiert. Du siehst ganz anders aus wie Ich überall, finde ne? es Ein ja, bisschen Leo nach vorne. frisiert das jetzt doppelt so schnell. Nein, genau. Also Essen ist schon soweit gleich fertig. Mein Schoki müssen wir noch anbraten und ich muss hier bei diesen Gläsern Max gleich fragen, ob das jetzt für mein Handy passt oder nicht. Auf jeden Fall Adams Backfisch brät und dieses hier ist auch fertig. Guckt. Ja, das ist auch durch. Tada, das riecht so gut, ne? Ich hoffe, dass es dann auch schmeckt. Magst du ganz kurz auf diese Gläser gucken, ob das für mein Handy passt oder nicht? Ich wollte vorne das Glas umtauschen. Ob es okay ist. Was wollen wir noch Nudeln dazu? Weiß ich nicht. Wir müssen aber wir jetzt drehen gleich. Nudeln ist Nudeln? Genau. Meine super Shiitake-Nudeln. Ja, können wir auch. Weiß Wie? Aber ich habe extra das Stand bei Amazon für iPhone 14 Max Pro. Pro Max. Okay. So, wir wollen essen. Guten Appetit. Schön, dass ihr alle da seid. Ohne kein Geld gerade. Ha? Schmeckt besser hier. Echt? Heller? Oh ja. Ja. Na gut, also, wir essen jetzt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt gleich. Mein Stück hat sich so eine Thai-Suppe gemacht mit Nudeln. Bihun-Suppe. Bihun-Thai-Suppe. Genau, Warum auch immer also. Bi? Ist auch was drin, Sind vielleicht zwei Hühner drin. Ich nicht. Also, Papa hat sonst. Kannst du mir das anschauen? Ich trinke hier Gerolsteiner. Ah, okay.
Ja, die Kids hatten gesagt, das Hotel war nicht so geil, ne? Habt ihr. Also, wir haben uns anderes erwartet und es wirkt auch alles anders irgendwie als. Aber waren es alle Zimmer anders dann? Also. Scheinbar ja. Ja, okay. Weil die haben ein paar Leute getroffen und irgendwie haben die auch gesagt, so nicht so geil irgendwie. Ja. Wie auf dem Bild. Wollen wir jetzt essen erstmal? Ja, guten. Guten Appetit. Guten. Guten. Wir haben jetzt gegessen, das war super lecker, die Teilchen. Die Kinder waren auch begeistert, also schmeckte wirklich sehr, sehr gut. Jetzt wartet auf mich die Arbeit hier in der Küche. Ich muss nämlich noch ein bisschen was machen, es ist auch schon mittlerweile gleich 3. Und ich müsste noch einkaufen fahren. Was noch? Also auf jeden Fall, das muss hier erstmal alles in Ordnung gebracht werden. Geschirrspüler muss angeschmissen werden. Das muss ich alles per Hand jetzt abwaschen, weil ich mag das nicht so gerne. Ich schmeiße den gleich an und den Rest wasche ich jetzt mal so ab. Guck mal, wie viel Marmelade wir jetzt haben. Ist voll krass, ne? Ist voll cool. Es ist kurz nach 4. Ihr glaubt nicht, was ich den ganzen Tag hier mache, gefühlt. Ne? Nur noch am Aufräumen, am Putzen. Ich habe jetzt den Geschirrspüler ausgeräumt. Wäsche schon mal aufgehängt, die zweite Ladung reingeladen und Rasenmäher zusammengebaut. Eigentlich steht er da und wartet auf mich. Ich bin gerade dabei, hier einmal den Geschirrspüler sauber zu machen. Hab alles hier soweit, guck mal da, alles sauber gemacht. Und jetzt mache ich das hier noch ein bisschen ordentlich, also wische es nochmal trocken und dann ist er auch soweit fertig. Genau, und dann geht es nach draußen für mich. Also ich glaube, einkaufen fahre ich heute nicht mehr. Ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen was hier zu machen. Und zwar würde ich gerne diese frischen Decken rüber machen. Die gewaschenen. Die anderen habe ich abgezogen. Jetzt will ich einmal nur noch entfusseln, das Ganze hier. Staub wischen, die Couch neu beziehen. Und genau, und dann bin ich auch schon fertig. Ich habe die Lampe jetzt noch dargestellt, weil ich das Gefühl habe, dass die Palme es da drüben besser geht als hier. Wisst ihr? Deswegen habe ich gedacht, ich lasse sie einfach mal da gleich. Die kleinere kommt wieder hier hin in die Ecke und die große bleibt einfach da. Genau. Weil es für sie da, glaube ich, wirklich mit dem Tageslicht besser funktioniert. Na, die ist immer noch im Dunkeln gefühlt irgendwie. Na gut, so, ich werde jetzt nicht lange schnacken. Lehnt euch mal zurück, nehmt euch mal einen Tee oder ein Käffchen und ich lege hier mal mit meiner Arbeit los. Ich habe jetzt den Haushalt hier soweit fertig. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Couch neu bezogen, Staub gewischt. Mache ich immer so, wenn Leo bei uns ein paar Tage gewesen ist, dass ich dann doch nochmal Grund quasi reinbringe. Und dann muss ich gucken, ob ich dann doch an den Rasen mähen gehe, weil das geht ja recht zügig. Ich hoffe, dass der neue Rasenmäher recht gut mäht, wovon ich aber auch ausgehe, ne? Weil die Klinge ist ja neu. Und ja, ansonsten fertig. Also die Palme gefällt mir da ganz gut an der Stelle. Beziehungsweise ja. Sie hat dann einen besseren Standort, deswegen, ja, draußen scheint die Sonne bei uns jetzt, ne? Ach so, und diese Bananenpalme oder Staude, Bananenpalme, habe ich jetzt hier hingestellt, weil sie einfach zu groß wird langsam, ne? Also hier rannte man schon gegen die Blätter immer und ich habe mir gedacht, so, okay, dann lasse ich sie halt eben da stehen und den Tisch habe ich noch dargestellt jetzt. Ich weiß nicht, da ist jetzt wieder ein bisschen zu eng, aber na gut, ich... Vielleicht kann man auch diesen Tisch hier hinstellen, aber nein, lieber da. Ist ja nicht schlimm, wir sind ja alle relativ schlank, deswegen, ja, so schaut das Ganze aus. Und draußen ist es wirklich sehr, sehr warm. Und ich gehe jetzt einmal ganz schnell ans Feudeln und dann bin ich auch schon fertig.
probiere jetzt das erste Mal den Rasenmäher immer aus. Ich habe den noch nicht angemacht. Mal gucken. Ich musste gerade eben die Kamera lange suchen, ne? Ich wusste nicht mehr, wo die ist. Ihr Lieben, es ist mittlerweile schon 6:30. Ich habe alles geschafft, überall alles gemäht. Der Rasenmäher mäht da richtig gut, das merkst du natürlich, dass der neu ist, ne? Hinter der Hecke habe ich auch alles gemacht. Gehört zwar nicht uns, aber habe ich trotzdem gemäht. Also gehört der Stadt eigentlich, ne? Aber die kommen hier zweimal im Jahr oder so. Und die ganze Kacke wuchert alles hier bei uns in die Beete rein. Das ist richtig blöd. Also mähe ich da, die Nachbarn mähen da auch, also genau. Ansonsten habe ich heute ganz schön viel geschafft und ich bin selber auch schon geschafft. Aber was will ich noch sagen, also Kommentare habe ich noch nicht geguckt, ich war die ganze Zeit hier beschäftigt. Habe auch vorne gemäht und oh, hier ist es schön angenehm. Puh, ui, einkaufen schaffe ich heute nicht mehr, ich mache gleich höchstens Abendbrot. Mal gucken, was mein Schnucki möchte. Ich habe gerade von diesen kleinen Erdbeeren gegessen. Und auch von denen sind auch so 3-4 Beeren gewesen. Sind total lecker. Habe ich jetzt gemopst und gegessen. Sorry, falls ich irgendwas im Gesicht habe. Irgendjemand hat mir geschrieben, hey, du hast Farbe im Gesicht. Ja, ist halt so. Wenn man halt was macht, dann hat man irgendwie entweder Dreck im Gesicht. Also ich habe das Gefühl, ich bin sowieso total, ich muss gleich unter die Dusche. Komplett, wie gesagt, wenn man mäht, ich meine, gut, das ist jetzt nicht staubig oder so, ne, weil das relativ feucht halt der Boden ist. Ansonsten ist ja alles voll mit dem Staubgewirbel. Aber, und ich kann auch diesen kleinen Bildschirm nicht mal auf dem einen anderen Bildschirm sehen, dass ich irgendwie was habe oder so im Gesicht. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal Abendbrot machen. Einkaufen werde ich dann morgen machen. Ich überlege das schon irgendwie einmal extra aufzunehmen, weil die Liste ist lang bei mir jetzt, ne? Also das ist eigentlich ein großer Einkauf sein wird. Und ich überlege tatsächlich entweder zu Lidl zu fahren. Da war ich schon lange nicht mehr. Oder Aldi, Lidl, Aldi. Ich bin ja meistens entweder Rewe oder Edeka. Weil da kriegst du ja irgendwie meistens alles, ne? Ja, ich guck mal morgen, wie ich dann so das Ganze schaffe. Genau, na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal Abendbrot machen, ne? Mal gucken, was ich da so Schönes finde. Übrigens ist hier was, mein Schnucki Pucki war so lieb und hat das ganze Gewächshaus gegossen. Was wie man dann heute irgendwie sich, ja, er war irgendwie kaputt, hat er den ganzen Tag gefühlt. Mal ganz kurz gucken, wie das hier so aussieht. Ob ich dann, ja, ich muss wieder ernten. Oh, ernten und guck mal, wie groß der Salat wird. Das ist heftig. Das ist krass. Ach so, übrigens, ich muss mir diesen Gemüsedünger besorgen, ne? Warte mal. Bei Blaukorn ist ja schlecht. Hätte ich aber eigentlich von alleine irgendwie drauf kommen können, ne? Deswegen muss ich morgen gucken, wo ich dann irgendwie was bekomme. Guck mal, wie geil. Die sind schon richtig krass. Bald fertig, ne? Ja. Salat wird auch was, guck mal. Das ist echt spannend zu sehen, weil eigentlich waren diese Pflänzchen so ganz klein. Und er hat mir geschrieben, wie der Salat heißt. Habe ich den Namen jetzt bloß vergessen. Eichenblatt, Eichenblattsalat, irgendwie sowas, weil es aussieht wie ein Eichenblatt. Die Form des Salates, wisst ihr? Ich meine, das haben mir ein paar geschrieben, weil ich, also die Verkäuferin wusste auch nicht, was es ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Salat wird was. Wie groß. Jetzt habe ich nur das Gefühl, dass das irgendwie zu eng ist, ne? Man hätte wahrscheinlich nur 3 Köpfe in einen Behälter pflanzen müssen, oder? Da habe ich sogar 4 hingequetscht. Naja, ich muss das alles noch lernen. Also. Ja, die Tomate hat auch immer mehr kleine Tomaten und auch Blüten. Das finde ich ja cool. So der Rest. Diese Tomaten übrigens von Netto schmecken super lecker. Ne? Sind bestimmt nicht bio. Also denke ich mir mal, ne? Oder? Ich weiß ja nicht, wo die herhaben. Aber normalerweise müsste man irgendwie auf den Hof oder so, wo die halt solche Pflanzen selber verkaufen. Und genau, die Gurken. Guck mal, das Rest Blaukorn von ein paar Tagen, dass ich es da drauf gemacht habe. Nee, ist nicht so cool mit dem Blaukorn. Ne? Und Blaukorn habe ich auch schon mal gehört, hat jemand, mir sogar jemand erzählt und ich meine, ich habe es auch gehört, weil meine Nachbarin, glaube ich, früher hat auch gegen Schnecken oder so das Ganze gestreut. Das ist der Blaukorn, aber ist Blaukorn gegen Schnecken?
Oder das Blaukorn einfach ein Dünger für die Pflanzen und die Schnecken, wenn die das fressen, dann sind die tot oder so? Keine Ahnung, Nacktschnecken, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war keine gute Idee für mir, das zu holen. Also ich gehe jetzt einmal Abendbrot machen und das Wetter wurde so schön noch gegen Abend. Die Sonne scheint so und es ist so warm. Richtig cool. Ich bin gespannt. Ich glaube, morgen soll es auch schön sein. Und genau. Ansonsten freue ich mich, dass ich den Rasen jetzt dann doch geschafft habe. Relativ zügig das Ganze. Und heute, wisst ihr was? Ich habe heute hier überall Rasen an mir gehört, weil die Nachbarn alle hier gemäht haben. Vor allen Dingen ist es auch schon. Also klar, bei der Witterung wuchert das auch ganz schön. Ne? Also, das ist dann so nass, warm. Dann wächst alles ordentlich auf der Rasen. Na gut, also jetzt geht's einmal ans Abendbrot. Unser Abendbrot ist fertig. Ich mache jetzt nur noch einmal Tee für mich. Ich habe ganz leckere Teller vorbereitet. Zeig ich gleich mal. Also, hier haben wir einen Teller für meinen Schnitzel. Salat mit verschiedenen Salatblättern. Dann haben wir hier Tomaten, Porree, Würstchen. Gurken und dann habe ich zwei verschiedene Käse drauf gestreut. Einmal gerieben Gouda und einmal Cheddar. Und das ist hier mein Teller mit diesen Mini-Wraps, die wir mal aus Dänemark mitgebracht haben. Ich habe die gefüllt einfach mit Frischkäse, Avocado und Lachs. Genau, und einmal den Salat für mich. Genau das gleiche. Also wir haben noch gelbe Tomaten sogar dabei. Genau. Also auf jeden Fall gibt es gleich Abendbrot. Und schon ist hier Feierabend. Also, mein Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, heute total viel geschafft zu haben, wobei ich eigentlich nicht alles vorhatte zu machen, aber dann doch das Ganze so ein bisschen ausgeweitet wurde. Ne? Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen oberflächlich sauber machen zu Hause, aber dann habe ich gedacht, nee, dann wolltest du dies nochmal und dann wolltest du das nochmal und naja, im Endeffekt habe ich ganz viel gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wahrscheinlich ja. Und ja, also ich bin froh, dass die Kinder gut angekommen sind. Ehrlich gesagt habe ich vorhin auch schon zu Max gesagt, ich bin froh, dass ihr alle da seid wieder. Vor allem, ich bin dann immer so aufgeregt, wenn sie halt gerade fliegen und dann auch noch Ash dabei diesmal. Da habe ich gedacht, oh bitte. Das war echt schon so, weiß ich nicht. Ich habe halt Angst so ein bisschen um die Kinder, ne? Und ja, ansonsten, wir hatten ja beim Essen noch geschnackt, habe ich noch gar nicht erzählt. Der Urlaub an sich war eigentlich ganz schön, bis auf das Hotel halt, ne? Hotel war nicht so berauschend, sagten die Kinder, das Essen war nicht so geil. Beim ersten Abend war das zum Beispiel, das haben die aber auch schon damals gesagt, die sind halt zum Abendbrot gegangen und da war alles so zerpflückt. Also das ganze Buffet war zerpflückt, war eigentlich gar nichts mehr da. Eigentlich haben die sich gesagt, ernährt von Pommes und Pizza. Das war es dann irgendwie. Und auch Zimmer wurde nicht richtig sauber gemacht, also eigentlich gar nicht. Das Bad war dreckig. Die Couch, auf der er schlafen sollte, die haben sich so eine, wie nennt man das denn, so eine Suite oder so gemietet, wo halt mehrere, wie so eine Mini-Wohnung ist, so stelle ich mir das vor, also mehrere Zimmer quasi. Und unter anderem, also zwei Doppelbetten halt in verschiedenen Zimmern und eine Couch. Und auf diese Couch sollte eigentlich Ash schlafen, aber die haben gesagt, die war so versifft, da konnte man gar nicht schlafen. Also haben die zu dritt in einem Bett geschlafen, ne? Ja, das ist krass. Also, ich weiß nicht, an deren Stelle hätte ich dann gesagt, so könnt ihr bitte mal irgendwie so ein Beistellbett oder so, oder Gästebett gibt es doch auch, so ein Klappbett, ne? Wird das Hotel wohl haben oder nicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das Hotel nicht so sauber. Nicht so berauschend alles. Und die haben dann jemanden getroffen, auch ein paar Zuschauer haben die erzählt und die waren auch nicht so begeistert von diesem Hotel. Also Max meinte nie wieder halt dahin. Er hat zwar 3 Sterne, aber trotzdem. Gut, aber das war vieles ausgebucht. Die haben ja recht spontan gebucht und das Ganze war quasi spontan. Und das Hotel aber, wo er mit Chrissy das letzte Mal war, das war cool. Und auch die Lage diesmal war das natürlich so. Die mussten immer weit fahren irgendwo hin. Und ja gut, aber ansonsten hatten die Spaß. Die Handys sind immer noch kaputt. Max meinte, die waren zwar nur kurz unter Wasser, weil halt die Wellen so hoch waren, aber da es wohl der Salzgehalt an sich so hoch ist, höher als bei uns hier in Ostsee, dass das Ganze einfach kaputt gemacht hat. Ne? Chrissy hat schon ihr Handy in klares Wasser, mit klarem Wasser ausgespült, mit warmem Wasser und keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Also Max ärgert sich natürlich, ne? Vor allem, weil er dieses Handy, habe ich schon erzählt, Ash eigentlich geben wollte. Er hat sich ein neues geholt. Naja, also soweit die Neuigkeiten. Na gut, ich habe schon. Also, aber wie gesagt, steckt man nicht drin, ne? Das ist, mal kannst du Glück haben, mal kannst du Pech haben. Wir haben auch zum Beispiel in Dänemark ein Haus gehabt, da war das auch nicht so geil. Mussten wir vorher putzen, bevor wir da irgendwie
uns einleben konnten, weil es einfach dreckig war. Das wurde nicht sauber gemacht irgendwie. Und ich weiß nicht, ob es nicht kontrolliert wird oder so, aber wie gesagt, da im Hotel haben die gesagt, war der Service halt an sich auch nicht so berauschend. Naja, also, na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde sagen, ich beende mal dieses Video. Hoffe, dass es nicht allzu lang geworden ist für euch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Vlog. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.